Hallo, hier ist Helmut von Mut zum Wesentlichen. Am Beispiel des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm möchte ich erläutern, was unseren Wäldern bevorsteht, wenn die neue Bundesgesetzgebung Realität wird. Viel Spaß beim Zuschauen. Dass dieses Szenario keine leere Drohung ist, wurde in den letzten Monaten mehrfach öffentlich bestätigt. Die Windkraftplaner in der Region und besonders die Windkraftfunktionäre und etliche Kommunalpolitiker des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm äußern sich in der Lokalpresse. Im Juni dieses Jahres besucht Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, seine SPD-Genossen in der Kreisstadt. Da heißt es: Noch 90 weitere Windräder gelte es im Landkreis zu bauen. Bereits ein gutes Jahr zuvor macht die Bürgerenergiegenossenschaft Pfaffenhofen zum wiederholten Mal Werbung für möglichst viele Windräder im Landkreis und lässt die Katze aus dem Sack. Im Artikel des Pfaffenhofener Kuriers heißt es: Der Teilflächennutzungsplan Windkraft weist gut 2% der Landkreisfläche aus, auf denen der Bau von Windrädern möglich ist. Es gäbe einen Bedarf von jährlich 1,6 Gigawattstunden bis zum Jahr 2040 und um diesen Stromhunger auf klimaneutrale Weise stillen zu können, wären zum Beispiel landkreisweit rund 90 Windräder, die Positivflächen reichen dafür gerade aus, und 480 Hektar PV-Flächen nötig. Positivflächen sind die Windvorranggebiete, die der Landkreis schon ausgewiesen hat. Am 14. Juli dieses Jahres macht sich der regionale Planungsverband der Region 10, das sind die Landkreise Pfaffenhofen, Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt, und der Stadt Ingolstadt in einer Sitzung Gedanken darüber, wo die ganzen Windräder hin sollen. Der Artikel nennt die unschöne Wahrheit: Bis zu 350 Windräder sollen hier bald stehen. Das macht pro Landkreis mehr als 100 Anlagen. Im Landkreis Pfaffenhofen haben wir eine besondere Situation. Bereits 2016 wurde ein sogenannter Teilflächennutzungsplan aufgestellt, verabschiedet von allen 19 Gemeinden, in denen Windkraftflächen, also priorisierte Flächen für die Errichtung von Windrädern, bereits ausgewiesen wurden. Das bezeichnen die Windkraftfunktionäre im Landkreis heute als Glücksfall. Insgesamt wurden 56 Teilflächen in fast allen Landkreisgemeinden ausgewiesen. Machen wir uns erst einmal schlau, wo der Landkreis Pfaffenhofen überhaupt liegt und welche Flächen bereits für die Windenergie ausgewiesen sind. Der Landkreis Pfaffenhofen liegt im Süden der Republik, im nördlichen Oberbayern zwischen München und Ingolstadt. Er ist geprägt von Landwirtschaft, Hopfenanbau ist die regionale Besonderheit. Der Waldanteil ist im Vergleich zu Gesamtdeutschland eher gering. Hier die Waldflächen im Landkreis Pfaffenhofen. Sehen wir nun, wie die Windkraftvorranggebiete verteilt sind. Hier eingeblendet, hier ausgeblendet. Hier eingeblendet, hier ausgeblendet. Und wieder eingeblendet. Wie man sieht, liegen sie fast ausschließlich im Wald. Und noch etwas Bemerkenswertes: Teilt man den Landkreis in eine Nord- und eine Südhälfte, erkennt man, dass der Großteil der Windkraftgebiete im Süden liegt. In Zahlen sieht das so aus. Wie schon die Tabelle gezeigt hat, sind 2,89% der gesamten Landkreisfläche vorgesehen als Vorranggebiete, privilegiert für den Windradbau. Allerdings sind 85% davon im südlichen Landkreis. Und das bedeutet, dass im südlichen Landkreis 4 bis 5%
für Windkraft reserviert sind. Das ist das 2- bis 3-fache dessen, was die Bundesregierung für Bayern für 2032 vorgibt. Das Problem ist allerdings, über 90% aller Windkraftflächen im Landkreis Pfaffenhofen sind im Wald. Was das für den Wald bedeutet, werden wir uns jetzt anschauen. Im letzten Video ging es um die Zerstörung des Förnbacher Forstes durch die Baumaßnahmen. Deshalb jetzt ein paar Bilder von der Rodung. Mehr als 6 Hektar, teilweise alter Waldbestand, mussten den drei Windkraftanlagen weichen. Ein weiteres Beispiel ist der gefährdete Erholungswald Ilmünster-Reichertshausen. 2016 haben sich die Bürger der Gemeinde Ilmünster in einem Bürgerentscheid mit großer Mehrheit gegen die Errichtung von 4 Windrädern in ihrem Waldwandergebiet ausgesprochen. Und heute ist dieses Vorhaben wegen der neuen Bundesgesetze wieder aufgenommen und es ist zu befürchten, dass der Erholungswald dem Harvester zum Opfer fällt. Das von Erholungssuchenden stark frequentierte Waldwandergebiet ist zum Beispiel Austragungsort eines jährlichen internationalen Wandertags und durchzogen von einem Netz gekennzeichneter Wanderwege. Es ist Heimat des Uhus und des Rotmilans. Am Wald liegt die bekannte denkmalgeschützte Wallfahrtskirche Herrnrast, beliebter Ort für Hochzeiten und Besuche mit der Familie am benachbarten Wildgatter. Die Brautpaare und Besucher müssen sich wohl mit Erinnerungsbildern von riesigen Windrädern im Hintergrund der Kirche abfinden. Und als Erholungswald kann man das Waldwandergebiet wohl abhaken, weil die Wanderwege durch den Gefahrenbereich der Windkraftwerke führen. Was viele nicht wissen: Durch Rodungen, das Schottern von Zuwegungen und Windradbauflächen werden zahlreiche Habitate von Vögeln, Säugetieren, Insekten, Pflanzen und Pilzen im Ökosystem des Waldes vernichtet. Hier nur einige Beispiele von Spechtlöchern und potenziellen Fledermausquartieren, die dem Harvester zum Opfer gefallen sind. Kann man das kompensieren? Über die Vermeidungs- und Ausgleichsversuche solch massiver Eingriffe in das Waldökosystem werde ich in einem eigenen Video berichten. Die Kahlschläge hinterlassen neue, ungeschützte Waldränder im ehemalig dichten Baumbestand. Der Wald wird aufgerissen, die Bäume können sich nicht mehr gegenseitig schützen und Stürme haben leichtes Spiel. Eine sommerliche Gewitterfront im Juli fegte durch die künstlichen Waldschneisen der Windradbaustellen im Förnbacher Forst. Sie verbog hohe Kiefern und Fichten, brach Wipfel und fällte diese ältere Buche. Einst stand sie im dichten Waldverbund, zuletzt aber am Rand einer Windkraftrodungsfläche. Mit ihr verschwand der gesamte von ihr gebildete Lebensraum für viele baumbewohnende Spezies. Es sind nicht nur die Wälder selbst, die durch den Bau von Windindustrieanlagen betroffen sind, sondern auch der Luftraum über den Baumwipfeln. Die Rotoren eines modernen Windrads überstreichen die Fläche von etwa 3 Fußballfeldern. Dort sind Vögel, Fledermäuse und Insekten tödlich bedroht durch Kollision mit den Rotoren oder durch die plötzlichen Luftdruckschwankungen beim Vorbeistreichen eines Rotorblattes. Die Spitzen der Blätter haben dabei eine Geschwindigkeit bis 300 Stundenkilometer. Wie groß die Todeszonen über den Windpark sind, verdeutlicht diese Animation. Und noch ein Wort zum Klimaschutz. Der Klimawandel ist bedrohlich, ebenso wie das Artensterben. Beide Problembereiche jedoch gegeneinander auszuspielen, ist ja kontraproduktiv. Die Krisen sind eben gerade nicht dadurch zu entschärfen, dass man Lebensräume wie Wälder vernichtet, durch ressourcenfressende Industrieanlagen. Wälder werden als CO2-Speicher gebraucht. Der Erderwärmung begegnet man unter anderem mit Aufforstung. Das weiß ja nicht nur der Weltklimarat,
sondern das pfeifen mittlerweile doch alle Spatzen von den Dächern. Und was ist im Landkreis Pfaffenhofen und letztlich in der ganzen Republik nun angesagt? Die bestehenden überdimensionierten Vorrangflächen für Windanlagen im Landkreis Pfaffenhofen müssen um mindestens 2/3 zusammengestrichen werden. Andernfalls sieht es mit Wald, Natur, Erholung und Artenvielfalt hier und in ganz Bayern bald zappenduster aus. Dies ist eine dringende Bitte an die Verantwortlichen in den Kommunen, im Kreistag und im zuständigen regionalen Planungsverband. Wenn die Vorstellungen der Bundesregierung tatsächlich umgesetzt werden, ist unsere Landschaft bald vernichtet und Wald und Natur sind zerstört. Und wer sich näher mit dem Thema Windkraft und Wald beschäftigen möchte, dem empfehle ich die Denkschrift Windkraftindustrie und Naturschutz sind nicht vereinbar von Dr. Wolfgang Epple. Sie ist unten verlinkt und kann als PDF gegen eine Spende von 15 € bei der Naturschutzinitiative bestellt werden. Es lohnt sich. Danke fürs Zuschauen.